Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender, gesponsert von Echo. Jeden Tag öffnet sich hier ein Türchen und da ist hinten drin ein Tipp von mir. Es gibt aber auch einen Buchstabe in jedem Video. Suchen Sie sie zusammen und gewinnen Sie was. Mehr dazu am Ende des Videos. Puttübung in der Adventszeit geht schon viel schöner drin. Die Grüns sind eigentlich okay. Wir haben einen sehr milden Herbst gehabt, aber innen drin lässt sich ein bisschen einfacher üben. Der Tipp für heute: ganz viele Golfer sagen, nehmen Sie einen zweiten Ball und halten Sie es über dem ersten Kopf runter und fallen lassen. Und dann, wenn das auf den anderen trifft, ist es perfekt. Das Problem damit ist, dass wenn ich so weit nach unten neige, brauche ich entweder einen ganz, ganz kurzen Putter, könnte man machen, nur dann wird die Längenkontrolle problematisch, oder ich biege meine Arme so doll an, dass alles hier schlackert. Und in Wirklichkeit ist Augen über den Ball eigentlich gar nicht so wichtig, wie man denkt, sondern für uns ist die Längenkontrolle wahrscheinlich viel wichtiger als die Richtungskontrolle beim Putten. Wenn man das schafft, immer wieder ans Loch zu putten aus 10, 12 Meter, dann wird man tatsächlich weniger Putts machen. Die Anzahl der Putts, die man locht, wenn man hier oben guckt, da sind wir alle relativ gleich, was unsere Chancen sind mit 1, 2, 3 Meter. Die Kurve geht richtig schnell nach unten. Insofern konzentrieren Sie sich lieber auf einen langen Putts und mach nicht Augen über den Ball, sondern meine Ansprechposition hier ein wenig aufrechte. Meine Augen sind grob über dem Ball, aber ich werde dann sehr viel einfacher hin- und zurück pendeln und sehr viel mehr Kontrolle haben über die Länge eines Putts, weil ich aufrechte bin und lasse die Arme alle ein bisschen pendeln. Wir sehen uns zum nächsten Türchen morgen.